Der nächste, bitte! So eine wunderschöne Frau. Na schön, sie hat mal kurz auf den Boden gespuckt, aber muss man sie deswegen gleich einbunkern? Kann man sich auf nichts mehr verlassen? Hält sich hier niemand mehr an die Regeln? Der Schwanzlose da ist ja nur Oberbulle, weil er bei der Krokodilgang auf der Lohnliste steht. Weißt du nicht, wer ich bin, du Arsch? Verzeih sie. Ich wusste nicht, dass sie ihre Frau ist. Spucken ist gesund! Gehen wir. Was glotzt du so blöd? Noch nie einen schnuckligen Gangboss gesehen? Mit dem Profil bringe ich dich auf die Leinwand, Süße. Auf Breitwand. Wo ist der Wagen? Wieder rein! Kannst du lange rufen, Grasbeißer? Während du dich mit den Bullen amüsiert hast, haben deine Männer gelernt, die Axt zu schwingen. Ja, so läuft das. Kommt doch her! Ich zerquetsche euch wie Tomaten! Feier! Krümmner Frau kein Haar. Geh in Frieden. Danke, edler Herr. Kommt runter und macht die Straße sauber! Thank you.
her. Ich hab nur was vergessen. Einfach zieh dich hier, sonst werd ich sauer. Eins, zwei, drei. Schaffst du das? Klar! Was macht's? Nein, das geht aufs Haus. Sehr nett von dir, danke, Donald. Gern geschehen, nichts zu danken. Ja, gern geschehen. Ich rede mit meiner Frau. Vielleicht erhöht sie diesen Monat nicht deine Miete. Thank you very. Ah, der Herr Vermieter. Guten Tag, Herr Vermieter. Oh, bist du groß geworden. Komm doch mal vorbei und lass dich von mir untersuchen. Der Herr Vermieter, na so eine Freude. Ja, du wirst dich gleich richtig freuen. Ich freue mich doch jetzt schon. Schneiderlein, können Sie am Kleid den Schlitz noch etwas höher schlitzen? Ich setz gleich die Schere an. Oh, eine Sternschnuppe. Adjen, wenn meine Frau das sieht. Sie gemeiner Schurke, da war gar keine Schnuppe. Adjen, lauf nicht weg! Bleib bei mir! Ich wollte mit dir nur über das Waldsterben auf den Fidschi-Inseln reden. War doch nicht so gemeint. Frau Vermieterin! Frau Vermieterin! Wieso kommt da kein Tropfen Wasser mehr raus? Das Wasser wächst nicht auf den Bäumen! Du reißt dein ungewaschenes Maul ganz schön weit auf für jemanden, der seine Miete nicht bezahlt! So kann ich doch nicht rumlaufen, Frau Vermieterin. Ich habe zum zweiten Mal schamponiert. Ach Gottchen, mir kommen die Tränen. Ab sofort gibt's montags, mittwochs und freitags gar kein Wasser mehr. Und dienstags, donnerstags und samstag wird's abgestellt. Ich lass mir davon euch Idioten nicht auf der Nase rumtanzen. Ich hab die Schnauze voll und zwar gestrichen. Good morning, Verri. Spar dir deine Kraftausdrücke. Du zahlst bis heute Abend deine Miete oder ich fackel deinen Laden ab. Thank you, Verri. Lach nicht so blöd oder glaubst du, du kannst deine Mietschulden abkichern? Selbst wenn du noch 5000 Jahre Säcke schleppst, kannst du deine Mietschulden nicht abstottern. Such dir nicht immer die gemütlichen Jobs aus, die bringen nichts. Fang endlich an zu ackern. So wird da wieder der Kopf gewaschen, Kleiner. Hey, ich wollte nicht erst abends frühstücken. Entschuldige, Liebling, ich musste noch einer steinalten Frau über die Straße helfen. Und was machst du dann hier? Ich habe gehört, hier soll sich ein Spanner rumtreiben. Frau Liu, haben Sie den Triebtäter gesehen? Ruhe, das ist Rufmord. Sie können mir überhaupt nichts nachweisen. Die ist ja nicht ganz dicht. Liebste, glaub mir kein Wort. Ich will allein sein. Du, Onkel, kannst du uns das auch beibringen? Ich kann noch einen Trick.
mal Haare schneiden? Mein Boss. Nehmen Sie Platz. So, fertig. 1,50 bitte. Boah. Sieht cool aus, nicht? Viel zu cool. Warum hast du ihm die Haare so gut geschnitten? Ich frag dich was. Nicht aufregen, Boss. Ist ein alter Freund von mir. Ich handle das. Mein Boss ist der Boss der Axtgang. Siehst du seine Visitenkarte da? Wir sind voll übel drauf. Dass du ihn so aufgemotzt hast, ist scheiße. Kapiert? Nicht kapiert. Mann, bist du blöd. Okay, da wir Freunde sind, zahlst du ihm Schmerzensgeld und dann schwamm drüber. Ohne mich. Hey, Boss. Ganz ruhig. Halt die Axt noch still. Der schnallt das schon. Ich mein's wirklich gut mit dir. Du hast ja die Äxte gesehen. Jetzt mach keinen Scheiß. Oh, muss ja auch nicht so viel sein. Muss nur für einen Drink reichen. Jetzt komm schon, spuck was aus. Ich warte. Ah, jetzt verstehe ich. Du willst mich erpressen. Boss! Boss? Hallo. Das war dein letzter Haarschnitt. Wenn er aufwacht, bringt er dich um. Oh, er blinzelt schon. Gleich springt er auf. Ich hab keine Angst. Aus meiner Asche werden Tausende erwachsen und meinen Geist in die Welt hinaustragen. Was wird denn das hier? Mein Boss hält da drin sein Mittagsschläfchen. Gut, wer sterben will, soll vortreten. Na gut, ihr wollt es ja nicht anders. Also, nicht drängeln, ja? Jeder kommt dran. Und keine faulen Tricks, sonst sieht hier ein Mann rot, klar? Ja, du da, die Zwiebeloma. Bist ein ganz harter Hund, was? Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Du zuerst, Alter vor Schönheit. Na los, hau rein. Was machst du beruflich? Ich bin Bäuerin. Dann verschwende nicht deine Zeit. Die Leute hier wollen heute noch was kochen, klar? Der hat sie doch nicht alle. Oh, meine Geduld hat ihre Grenzen. Sei froh, dass du eine Frau bist, sonst hätte ich dir. Hey, Kurzer. Ja, du mit der offenen Luke. Jetzt gibt's eins auf den Schwengel, dann hörst du singen die Engel. Hey! Hab ich nicht laut und deutlich gesagt, keine faulen Tricks? Setzen! Du, der Alte mit der Brille, du siehst fies aus. Komm her. Was willst du denn? Ich meine nicht dich, ich meine den. Du musst keine Angst haben, geht ganz schnell. Komm her! Hey, ist echt nicht lustig. Was ist los? Gibt's hier nur Versager? So macht das nun wirklich keinen Spaß. Den Kampf müssen wir leider ausfallen lassen. Das ist ja der gemeine Erpresser. Aha, die dicke Nudel. Ist wohl die Chefin hier, was? Dicke Nudel, geht's noch? Hey, ich gehöre zur Axtgang. Axtgang, geht's noch? Boss! Boss, geht's noch? Das wird teuer. Teuer, geht's noch? Ich bin doch einer von euch. Einer von uns, geht's noch? Da! Für wen hältst du dich? Ich hol Verstärkung. Wenn du nichts Besseres zu tun hast, ich freu mich schon drauf. Du kleiner, verwanzter Rotzlöffel. Wenn ich Verstärkung sage, dann rede ich von einer ganzen Armee. Rühr dich nicht von der Stelle. Wenn du noch nichts für deinen Sarg zurückgelegt hast, ist es jetzt zu spät. Wer hat den Böller gezündet? Ich gehöre zu euch. Ach, wollen Sie mich auch erpressen, ja? Ich hab keine Angst. Hä?
Hat irgendjemand gesehen, was passiert ist? Nein, mein Rückgrat. Mein Rückgrat ist gebrochen. Und Verstärkung. Heute Ochsenschwanzsuppe süß-sauer und dann... Bis drei. Eins. Zwei. Ich war das.
Hey, Boss, ist die Ware in Ordnung? Verzeihung, Boss. Guck weg, das ist nichts für Kinder. Schafft ihn weg! Damit mal eins klar ist, wir sind die brutalen Jungs hier. Wir hauen den anderen in die Fresse! Und nicht umgekehrt, ist das so schwer zu kapieren? Und nur weil sich zwei Arschgeigen als Äxte ausgeben? Boss, komm, verschwende nicht deine Zeit. Wir regeln das schon. Mach dir nicht die Hände schmutzig. Hey, du da mit dem schwarzen Anzug, los! Hey, das ist ja unglaublich, wie schnell der ein Schloss knacken kann. War mein Hauptfach. Geben Sie mir eine Chance. Aber gern. Versuch einfach, das andere auch zu knacken. Los! Hey, ich zähle bis drei, okay? Beeil dich. Und drei! Du hast echt flinke Finger. Es war schon immer unser Traum, bei der Axtgang mitzumachen. Geben Sie uns eine Chance, bitte. Schon mal einen umgelegt? Einen? Ich bitte Sie, hunderte, jedenfalls in Gedanken. Dann beweis es mir. Mach ich doch gern. Kein Problem. Lass dich nicht aufhalten. Ich bin Ihnen so dankbar. Für solche kleinen Mistmaden gibt's immer einen Job. Jetzt komm, versuch mir Angst einzujagen. Mach mir die Bestie. Komm, leg noch einen Pfund drauf. Du musst dich in die Rolle einbringen. Sei stark und gib Full Power. Power macht müde. Müde? Das ist doch ein Beruf wie jeder andere. Mann, die Weiber und das Geld liegen hier förmlich auf der Straße. Du musst nur zupacken. Es wirklich wollen. Dann gehörst du eines Tages zur roten Teppichriege. Wir haben jetzt die Chance, in die Gang reinzukommen. Wir müssen nur jemanden umbringen. Schon haben wir Kohle und können die Frischfleischschlangen abarbeiten. Oder willst du auch wie diese Bettler da enden? Guck sie dir an. Ohne Vision. Ohne Imageberater. Verpiss dich, Brillenschlange. Oder soll ich dir die Gläser polieren? Scher dich zum Teufel, Bettler! Steig aus und sag's nochmal! Du willst echt jemanden töten? Na, was denn sonst? Erst diesen Maulwurf da, dann die dicke Nudel aus dem Schweinestall und dann noch alle Bewohner. Aber die können da alle ganz super Kung-Fu. Ganz super Kung-Fu, das kann ich auch. Was, du kannst Kung-Fu? Schon von klein auf beherrsche ich die Kung-Fu-Technik Buddhas Hand. Hey, warte. Warte, mein kleiner Prinz. Wow, Wahnsinn. Unglaublich. Weißt du eigentlich, dass du eine ganz spezielle Aura hast? Obwohl du noch jung bist, hast du bereits den Knochenbau und den Chi-Fluss eines großen Kung-Fu-Kämpfers. Wenn du dein Chi in Bahnen lenken kannst, wirst du ein Unbesiegbarer sein. Du kannst deinem Schicksal nicht widerstehen, ihm nicht entfliehen. Du wurdest auserkoren, das Böse zu bekämpfen und den Weltfrieden zu verteidigen. Hier steht alles über die Kampfkunst Buddhas Hand auf Pergament. Und da es dein Schicksal ist, kriegst du es für einen Zehner. Dafür hast du dein Schwein geopfert? Ja. Eigentlich wollte ich ja von dem Ersparten meinen Rikscha-Schein machen. Aber hier ging es ja um den Weltfrieden. Ihr Kung-Fu-Begleiter für nur 2 Cent. Hättest die Kohle lieber mir gegeben. Und wie viele hast du heute schon abgeschlachtet?
Das Großmaul und die Taubstumme. Voll die Loser. Da wurde mir klar, dass die Anständigen nie was reißen. Ich will eine Ratte sein. Ich will ein Killer sein. Hey, Eiscreme. Wo? Okay, ich nehme eine Kugel Stracciatella. Für mich Schoko. Was ist? Noch nie ein Eis verschenkt? Ja, lauf! Verdammt nochmal, was habt ihr drei euch eigentlich dabei gedacht, hä? Und ich darf die Scheiße ausbaden. Geht doch mit dieser Kung-Fu-Nummer zum Zirkus. Das war jetzt gemein, Frau Vermieterin. Die werden schon ihre Gründe gehabt haben. Jeder von uns hat seine Gründe. Wir wollten Ihnen wirklich keinen Trouble machen. Habt ihr aber, ihr Idioten! Ab heute gibt's hier keinen Frieden mehr. Die Axtgang wird sich an uns rächen. Verpisst euch von hier! Ihre Frau ist ein ganz schöner Besen, was? Wollen Sie gebürstet werden? Ihr großen Kämpfer. Als Zeichen unserer Dankbarkeit nehmt diese Erbstücke meines Urgroßvaters. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Jetzt fängt auch noch an zu flennen. Wir sind ja nicht im Kino. Ihr Herz ist eine Tiefkühlerbse. Ach, werden wir jetzt aufmüpfig? Auch wenn du Kung-Fu kannst, bist du trotzdem eine Tucke. Ich wollte nur meine Freunde hier verteidigen. Einmal schwul, immer schwul. Schreib dir das hinter die Ohren. Ach nein, wie niedlich. Rote Reizwäsche ist ja ein besonders heißes Modell. Willst du damit ein Stier scharf machen oder was? Was gibt's denn an roter Reizwäsche auszusetzen? Wo warst du eigentlich die ganze Zeit, als wir den Ärger hatten? Hätten die uns nicht verteidigt, wären wir alle längst am Arsch. Anstatt sich hier wichtig zu machen, solltest du lieber dankbar sein. Jetzt wollen wir mal klären, wer hier dankbar sein muss. Die drei schulden mir 3 Monatsmieten. 3 mal 3 sind immer noch 90. Zahlt, was ich kriege, oder macht eine Fliege. Keine Sorge, Jungs. Schreib's auf meinen Deckel. Ach, Stutenfresse spielt jetzt hier den Wohltäter. Was ich mache, geht dich einen Scheißdreck an. Schwabbelhüfte. Magerziege. Achen, lass dir nichts gefallen. Wir sind auf deiner Seite. Das ist eure Schuld. Das ist alles eure Schuld. Sie wollen uns alle ruinieren. Was glaubt ihr eigentlich, wer sie ist, hä? Sie treibt uns einfach zu weit. Verdammt noch mal, Ruhe! Wer meinen Schrei übertönt, ist lebensmüde. Na komm, traut euch! Nicht so schüchtern! Dieser fetten Kreischhenne kill ich jetzt den Sound. Was ist mit dir, du? Ich bring sie um! Los, komm und bring Kohle mit! Ihr habt keinen Respekt vor mir! Ich zeig euch, was Respekt heißt! Du da! Ja, du! Komm runter! Hol deinen Vater und deine Mutter und deine... Gehört das Messer dahin? Die sollen ruhig. Frag nicht so bescheuert. Mach's besser! Was, ich? Nein, du! Ach, der. Ich bin hier nicht die hergelaufene Schlampe, ich bin eure Vermieterin! Oh, tut mir leid, falsche Schulter. Habt ihr das nicht kapiert? Idiot, geh näher ran und ziel ein bisschen besser. Mach schon! Alles klar. Wer schmeißt hier mit Messergriffen? Was? Oh, du, das Messer da hat keinen Griff. Ja und? Ich kann dir jetzt auch keinen basteln. Vielleicht wickle ich einfach ein bisschen Papier rum. Nein! Entschuldige. Wolltest du irgendwas loswerden? Nein. Mir fällt nur ein, dass ich noch einkaufen muss. Scheiße, sie hat uns erblickt. Keinen Schritt näher! Bleib locker. Schlangen stehen auf Mucke. Wenn ich pfeife, beißen sie nicht zu. Ich trau dir nicht mehr. Ich versuch's selbst.
Der Unruhestifter schon wieder! Wir müssen uns aufteilen! Na, warte! Was machst du denn hier? Hab dich gesucht. Mann, wie geht's dir? Bestens. Wieso sind deine Wunden schon wieder verheilt? Bin nicht Raucher. Warst du im Krankenhaus? Mann, ich hab keine Ahnung. Ah, ist vielleicht auch besser so. Erinnerungen können so schmerzhaft sein. Die Vergesslichkeit hingegen lässt Glück herein. Bist du nebenbei noch Diplompoet oder was? All die Trauer, die mein Gefühl zersägt. Schnell vergessen, weil sich gerade was regt. Oh. Hey, verzieht euch da! Bewegt euch mal ein bisschen schneller! Haut ab, sonst schlage ich euch die Brillen von der Nase! Warum schleppen die eigentlich einen Sarg durch die Gegend? Ist doch noch gar nicht Halloween. Was für schräge Vögel. Nicht, dass ich nachher die Böse bin, die euch vertrieben hat. Also lassen wir Buddha entscheiden. Ein gutes Omen, ihr dürft bleiben. Ein schlechtes Omen, ihr dürft gehen. Der Kinderpunschtee. Wir sind froh, dass Sie gekommen sind, denn wir brauchen professionelle Hilfe. Ich kenne Ihr Problem. Es handelt sich um die eiserne Faust, den Titanstab und den Tritt der 12 Methoden. Alle drei auf einmal eine äußerst heikle Angelegenheit. Sie haben sich zwar vor 2 Jahren aus dem Gewerbe zurückgezogen, trotzdem sind es immer noch erstklassige Gegner. Zugegeben, Ihr Auftrag wäre eine große Herausforderung für uns. Das finde ich professionell. Das sehe ich auch so. Die beiden sind der Number-One-Hit unter den Killern. Nicht ganz billig, aber Preis-Leistungs-Verhältnis. Falsch. Wir sind nicht die Number-One. Weltranglisten-Erster ist das Biest. Es gibt keinen besseren. Er hat so viel Trainerstunden genommen, bis er verrückt wurde. Es heißt, er fristet sein Leben heute irgendwo in einer Gummizelle. Also steht ihr beide ja doch ganz oben auf dem Podest. Streng genommen sind wir zwei nur zwei Straßenmusiker. Ein Lied, das durch deinen Körper fegt, dir deine Kniescheibe zerlegt. Bravo! Das nenne ich Poesie!
Nicht wahr, Boss? Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Wer weiß, wann wir drei uns wiedersehen. Hätten wir gewusst, dass wir zur selben Zunft gehören, wären wir nicht so einsam gewesen. Wollen wir nicht noch schnell ein paar Fingerübungen aufleben lassen? Ach, lieber nicht. Ich muss vor dem Packen noch bügeln. War auch nicht ernst gemeint. Na dann. Der 12 Methoden, stark in Angriff und Verteidigung, meisterhaft. Eiserne Faust, hart und geschmeidig, vom Feinsten. Der Titanstab, wandlungsfähig und voller Überraschungen. Einer für alle, alle für... Einen! Noch ein Klugschreck! Hey, warte mal, so wird das nicht. Du musst das Fleisch erst mal klopfen. Ich meine, ich will auch keine Schuhe so auf dem Teller. Nimm's doch mal raus, ja? So. Ich mach die Suppe. Bleib stehen! Oder du spürst die Macht des Staubwedels! Tut mir leid, wir haben geschlossen. Ein Anzug geht aber Ihnen schnell. Ja, aber wir ziehen um. Oh, ein feines Stäffchen. Ja, Sie scheinen sich auszukennen. In der Tat, der Stoff ist von höchster Qualität. Ist auch reißfest. Überzeugen Sie sich doch selbst. Die Axtgang verarschen, wir legen die alle um und dann machen wir aus diesem Scheißpuff ein Bordell und dann... Versperr mir nicht die Sicht. Oh.
Hey! Das sperr mir nicht die Sicht! Mann, ich hab denen gesagt, verpisst euch, aber die Arschlöcher sind immer noch da! Ach was, wirklich? Ja, wirklich! Verdammt nochmal! Prügelt euch doch in der Hölle weiter und wir werden umfliegen! Verzeihung, alles im grünen Bereich, alles klar. Jedenfalls noch früh genug, um zu sterben. Wie soll man bei diesem Grab sterben? Verzeihung, Verzeihung. Lassen Sie sich nicht stören. Versperr mir nicht die Sicht. Halte durch. Es gibt noch einen Meister. Oh!
Teufel schrei! Ich hielt das immer nur für ein Gerücht. Mann, Scheiße! Es gibt ihn wirklich. Hier haben wir zum letzten Mal gesehen. Was meinst du? Ich ahne Schlimmes. Fahr los! Du sollst los... Ich wollte nur... Jetzt brüll auch noch lauter! Hast du kein Benehmen? Los, mach einen Abflug! Die Leute müssen morgen früh raus! Scheiße, Mann, die müssen schlafen! Verzieht euch! Stäbchen ab, Lutscher! Sorry, lange halte ich nicht mehr durch. Aber nachdem ich jetzt Großmeister wie euch gesehen habe, kann ich in Frieden sterben. Was redest du da, Donat? Wir sind ganz einfache Menschen, die sich nach einem geordneten Leben sehnen. Also nenn uns nicht Großmeister. Denn einfach zu sein, ist das größte Glück auf Erden. Aber ihr seid tolle Kämpfer. Hättet ihr früher auf sie eingedroschen, müssten sie jetzt nicht so qualvoll sterben. Donat hat mal gesagt, jeder von uns hat seine Gründe. Vor ein paar Jahren starb unser geliebter Sohn bei einem Kung-Fu-Kampf vor unseren Augen. Rache ist eine tödliche Spirale. Wir konnten nicht anders. Okay, ich habe einen Vorschlag. Bildet mich doch zum Kung-Fu-Meister aus. Wenn ich dann irgendwann mal einer bin, übernehme ich das mit der Rache. Das geht nicht von heute auf morgen. Da muss man jahrelang trainieren, es sei denn, man hat es im Blut. Aber unter Millionen ist höchstens mal einer dabei. Ihr könnt euch entspannen. Dieser eine steht vor euch. Nein, steht er nicht. Andererseits haben meine Frau und ich geschworen, unsere Kampfkunst für immer im Verborgenen zu halten. Doch heute haben wir unseren Schwur gebrochen. Zieht alle weg von hier. Bitte, zu eurer eigenen Sicherheit. Aus großer Kraft wächst große Verantwortung. Dem kann man nicht entfliehen. Donat, du bist schwer verletzt. Schone deine Kräfte. I can't get no satisfaction. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Donat! Donat! Brillenschlange, ich kenne dich doch. Dieser Herr scheint schwere Vorurteile gegen Leute mit einer Sehbehinderung zu hegen. Ja, und ganz besonders, wenn die Behinderung gold eingerahmt ist. Alle Banker tragen goldene Brillen. Außerdem steht sie mir. Hilf mir. Und Dragon Style. Und Tiger Style. Steig aus! Zoom, 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 los, zoom. Komm her! Ich schieb dir die Brille durch den Dünndarm und zur Nase wieder raus. Dir ist klar, dass ich den zerfetzt hätte, oder? Schwör's mir. Schwör's mir! Keinen Respekt mehr. Was?
Warum hilfst du mir nie, wenn ich dich brauche? Wuff. Du klingst wie eine zerquetschte Ameise. Deswegen kriegen wir immer auf die Schnauze. Wir treten auf der Stelle. Kein Mord, kein Feuer, kein Raub, keine Vergewaltigung. Alle Träume zerplatzt wie Seifenblasen. Nichts klappt, weil andauernd dein fetter Arsch im Weg ist. Mach dich vom Acker, du Oberpfeife. Hey, komm mit. Überfall. Wo ist das Geld? Ich will wissen, wo das Geld ist. Glotz mich nicht so an. Ich mein's ernst. Ich bin ein eiskalter Killer. Wo ist das Geld? Spuck's aus! Hier hat sie's versteckt. Hinterher! Du bist doch mein Untergang! Lang nicht mehr so einen Loser gesehen. Geh nach Hause, Schweine züchten! Ich schlag dich tot! Kauf dir einen korrekten Schwarzen. Du gehörst ab heute zur Axtgang. Ist nicht wahr? Doch, komm mit zum Händeschütteln. Hm. Euer Exzellenz. Ich hatte es gleich im Urin. Dieser Junge ist einer von den Typen, die vor nichts zurückschrecken. Ja, Herr. Und du willst es allen beweisen? Ja, Herr. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich gehe für euch durchs Feuer, Hoheit. Zentrum für atypische Pathologie. Was heißt denn das? Klapsmühle. Warum sind da Soldaten? Ach was, das sind doch nur Pfadfinder. Mit Panzern? Na was denn sonst? Sollen die mit Puppen spielen?
Wenn die Pfadfinder Pinkelpause haben, bleiben dir genau 5 Minuten. Du folgst einfach immer nur diesem Pfeil, spazierst bis zu dem Zimmer da hinten, knackst das Schloss, holst die Person raus und bringst sie zu uns. Hier ist noch Werkzeug, alles klar? Und was macht ihr so lange? Na, wir stehen für die Schmiere. Ach so. So sieht also der Weltranglisten-Erste unter den Top-Killern aus. Was sind schon Titel? Erspar uns den Scheiß. Wir wollen 2 Leute tot sehen. Also, was kostest du? Wie bitte? Na, sag schon. Ich habe so viel Tote zurückgelassen. Immer auf der Suche nach jemandem, der mich besiegen kann. Aber es gibt keinen. Traurig, aber wahr. Wäre mir mein Meister über den Weg gelaufen, müsste ich nicht mehr in einer Zelle schmoren. Aber jetzt mal Klartext, wenn ihr für mich einen würdigen Gegner auftreiben könnt, dann mache ich es gratis, geht aufs Haus. Wisst ihr jemanden? Ja, Bingo! Ich glaube, wir können dich zufriedenstellen. Mann, hast du ein Schwein! Wir haben super Ware für dich. Aber könntest du uns vorher ein kleines Kunststückchen zeigen? Jetzt versteh das bitte nicht falsch. Wir sind nur alle so lärmbegierig. Da bin ich überfordert. Was soll ich einem Kindergarten beibringen? Ja, Boss. Ist der Typ sauber? Naja, gut, seine Schlappen sind ganz schön eingesaut. Aber den Rest müsste man mit einem Liter Scheuermilch wieder hinkriegen. Ich will wissen, ob das der Richtige ist. Selbstverständlich. Ich schwöre, ich habe mich genau an den Plan gehalten. So, großer Meister, jetzt zeig uns doch mal, was du drauf hast. Mach mir bitte keinen Stress, ja? Träum weiter. Weißt du, was das ist? Hast du schon mal so einen Riesenhammer gesehen, Alter? Wenn ich erst mal zuschlage, dann krieg sogar ich Angst vor mir. Schön, das will ich sehen. Und? Liegt er im Koma? Du alter Sack, willst ein guter Kämpfer sein? Hä? Fester! Fester! Noch fester! Schlägt wie ein Mädchen. Sieht aus wie ein Mädchen. Wow, aus Polen. Ja.
Das Wichtigste am Kung Fu ist nicht die Gewalt, sondern die Geschwindigkeit. Vor uns thront der König der Welt. Alle Mitglieder der Axtgang erweisen dem Biest ihren tiefen Respekt. Treffen der großen Kung-Fu-Meister. Nur der böse Geist der Feuerwolken, der einstige Superkiller, besitzt diese Ausstrahlungskraft. Seid ihr das berühmte Liebespaar, das die Kung-Fu-Welt immer wieder zu Tränen rührt? Wow, jung. Wow, nicht jung. Ich bin höchst erfreut. Wir würden heute gern die Axtgang etwas aufmischen. Nur die Axtgang, sonst niemand. Das war ein Fehler, dass ihr mich nicht gleich neulich getötet habt. Heute wollt ihr mit mir abrechnen? Das heißt, ihr küsst dem Tod die Füße. Du hast deine Lebenszeit nur geborgt, freu dich nicht zu früh. Ich hab dir ein Geschenk mitgebracht, das du nicht ablehnen kannst. Ist das eine Todesglocke oder was? Ha! Sie läutet eure letzte Stunde ein, denn das Biest macht kurzen Prozess! Ach, du bist auf ihrer Seite. Versteht mich nicht falsch. Es ist nur so, ich möchte euch beide gern töten. Oder von euch beiden getötet werden. Das Argument leuchtet mir ein. Gut und böse passt nicht zusammen. Man kann seinem Schicksal nicht entfliehen. Na, wenn das so ist, fang an. Aber nicht doch. Ladies first. Schlag ruhig fest dazu, ich halte das schon aus. Nicht schlecht, und jetzt versuchen wir auch mal zu treffen. Ei! Hey!
nicht! Zu meiner Zeit war der Löwenschrei mit Megafon verboten. Ich gebe mich geschlagen. Ich glaube, er braucht Hilfe. Ja, das sehe ich auch so. Er schlagt die beiden. Nach dir. Die ist plötzlich so schlecht. Ja. Du, komm her. Herr Schlag sie. Gern. Auf den Schädel. Schon klar. Na los, schlag zu. Gleich. Das ist deine Chance. Schön. Schlag zu. Schlag zu. Na los. Na los. Ist doch nicht so schwer. Ist doch nicht so schwer. Schlag sie, Windeln weich. Spinnst du? Ja, soll ich sie jetzt erschlagen oder ihre Windeln weich schlagen? Mann, du bringst mich völlig durcheinander. Wow, was für ein großer Hammer. Wie benutzt man den? Verlierst du schnell den Kopf? Das erste Mal, dass ich einen entkommen lasse. Warum hat er uns gerettet? Junge Leute handeln oft gedankenlos und machen dadurch viele Fehler. Aber da er eine gute Tat vollbracht hat, müssen wir ihm verzeihen. Sieh dir an. Der arme Junge, sein Gesicht ist völlig zermanscht. Oh. Hast du noch einen letzten Wunsch? Dann sag ihn uns. Was? Nein, warte. Warte, was willst du uns mit diesem Gekrakel sagen? Was soll denn das sein? Alles ausgeflogen.
bis jetzt durchgehalten hat. Die Schimpansen-Frühlingshirnsuppe wird ihn stärken. Sein Qi-Fluss ist entscheidend. Die homöopathische Medizin wirkt nur unterstützend. Alle Knochen sind gebrochen. Alle Organe und Meridiane sind zerstört. Es ist einfach unglaublich, dass er überhaupt noch... Jedes normale Lebewesen wäre sofort tot. Du meinst, er ist vielleicht... Was. Vorsicht, Rauchen kann tödlich sein. Diese Mission übernehme ich. Oh. Jetzt rieche ich was. Das Biest hat den Qi-Fluss gereinigt und damit die ganzen Energieströme des jungen Mannes freigesetzt. Er ist der eine unter Millionen, der es im Blut hat. Ich frage mich, warum wir die ganze Zeit über so blind waren. Das gibt's doch nicht. Hey, du Verräter, bist du immer noch nicht tot? Los, Leute, hack die nieder! Auf die Füße treten. Sowas tun nur kleine Mädchen im Kindergarten. Noch leben, wäre er jetzt in seinem Alter. Wenn er sich richtig reinkniet und fleißig lernt, könnte der Junge mal Gynäkologe oder Steuerberater werden. Ich tippe da eher auf Stuntman. Oh!
Nicht übel. Dann los! Beherrscht die Sprungkrötenkampfkunst. Unbesiegbar. Nicht wahr sein, sehe ich da die Hand, die vom Himmel fällt. Redest du von Buddhas Hand, einer längst vergessenen Kampfkunst?
Nenn mir deine Kampfkunst. Wenn du artig bist, kannst du mein Jünger sein. Sei mein Herr! Sollen ihre Nasen nicht an der Scheibe abputzen. Hey du, zieh die Hose wieder hoch. Wer einen Lutscher anleckt, muss ihn auch kaufen, klar? Kleiner, du hast bereits den Knochenbau und den Schieflos eines großen Kung-Fu-Kämpfers. Du wurdest auserkoren, den Weltfrieden zu verteidigen. Mit Buddhas Hand. Und da es dein Schicksal ist, kriegst du es für einen Zehner. Hey, warte. Ich habe noch andere Kampfkünste auf Lager.